Wolfgang Job oder schnucklige Schokopopos. Eines Tages rief mich Sibylle Weichenberg, eine Redakteurin von der Bunten, an und fragte, hätten Sie nicht Lust, zusammen mit Thomas Anders nach Monaco zu fahren? Wolfgang Job lädt Sie herzlich ein. Wir haben ihn dafür gewinnen können, dass er Sie dort vor Ort für uns interviewt. Ganz exklusiv. Das soll super witzig und spritzig werden. So nach dem Motto, kreativer Modeschöpfer trifft kreativen Musikproduzenten. Hätten Sie nicht Lust? Klar hatte ich Lust. Wenn mir jemand einen kostenlosen Flug nach Monaco spendiert, bin ich natürlich dabei. Hätte die Dame allerdings ein bisschen genauer recherchiert, hätte sie auch drauf kommen können, dass Wolfgang und ich beide aus Hamburg stammen und uns hier eigentlich ständig über den Weg liefen. Er ging abends nämlich in dieselben Szeneläden wie ich und hing zum Beispiel häufiger im Gala am Mittelweg rum. Aber nun gut, why not, flogen wir halt alle miteinander für einen Spaßtag ans Mittelmeer. Wölfchen ist ja prinzipiell klasse. Seine Klamotten sind auch klasse. Nur das Interview, das er mit uns machte, das war das Schrecklichste, was ich je erlebt hatte. Kaum in Monaco gelandet, stellte sich das Ganze nämlich als Adventure-Tour raus. Niemand hatte Ahnung von nix. Die Bunte Redakteurin besaß noch nicht mal Jobs Handynummer. Wer, wie, wo, was treffen? So standen wir wie bestellt und nicht abgeholt auf dem Flughafen von Nizza rum. Schließlich war ich es, der über ein paar Umwege und Telefonate die Nummer rauskriegte und einen Termin vereinbarte. Ja, hallo Wolfgang. Ja, also okay. Ja, wir kommen dann zu dir nach Hause. Ja, ist okay, um 10 Uhr. Wolfgangs Zuhause war ein Penthouse der ganz teuren Sorte. Wunderschön gelegen, direkt am Yachthafen von Monte Carlo. Mit Granatenblick aufs Meer, in dem er morgens immer schwimmen ging. Hier wohnte er mit seinem Lover Edwin auf 200 Quadratmetern. Ich bin ja wirklich ein super Pünktlicher, deshalb hatte ich aufs Tempo gedrückt. Thomas und ich waren als Erste beim Apartment, noch vor Sibylle Weichenberg und Fotografen. Wir klingelten. Die Tür öffnete sich und ich starrte in eine von einem Frotte-Dingsbums umkränzte grüne Gesichtsmaske mit Gurken drin, hinter der ich das Gesicht von Wolfgang vermutete, dazu Bademantel und Schlappen. »Wolfgang?« fragte ich. »Ja, ach Gottchen, der Dieter«, begrüßte mich das Gespenst fröhlich. »Na sag mal, du bist aber ein Schlimmer, klingelst und der kleine Wolfgang ist noch nicht fertig.« Dann lief er geschwind wieder ins Badezimmer und prosselte, balsamierte und dödelte an sich rum, wie man das von jeder normalen Frau gewohnt ist. Da wurden Cremes unter die Augen geklopft und ich hörte kleine Verzweiflungsschreie, wenn er Falten entdeckte, die gestern noch nicht dagewesen waren. Ein Käfig voller Nahen war dagegen eine Macho-Story. Nach und nach trudelten auch die anderen ein, die Bunte Redakteurin, ein Fotograf, ein Lichtassi und der Assi vom Lichtassi und ich weiß nicht wer. Keine 2 Stunden später war dann auch Wolfgang endlich angezogen. Wobei ich total überrascht war. Man denkt ja immer, was so ein echter Designer ist, der rennt klamottenmäßig total aufgebrezelt und nur in den tollsten Sachen rum. Aber bei Wolfgang war das genaue Gegenteil. Wie er da so vor mir stand, dachte ich, komisch, sieht ja alles aus wie vom Flohmarkt. Die Hose 7 Nummern zu groß, der Pulli dazu ganz kurz, viel zu klein, als ob er ihm einen 3-Jährigen geklaut hätte. Also in sowas würde mein Gärtner noch nicht mal Rasen mähen. Hätte sich Wolfgang in dieser Montur unten auf die Straße gestellt, ich bin mir sicher, man hätte ihm 3 Francs in den Becher geworfen. Aber wer weiß, vielleicht hatte Wolfgang auch nur den Trend 2003 vorhergesehen und ging schon 1998 bauchfrei. Wolfgang war allerbester Dinge und meinte aufgeräumt zu Thomas und mir, »Na, dann kommt mal, ihr 2 Hübschen, ich zeig euch mal mein kleines Domizil.« Überall standen Antiquitäten zwischen irgendwelchen postmodernen Design-Kokolores, dazu afrikanische Jagdtrophäen und blutrote Wände. Außerdem wuselten da 2 kleine, wuschelige Wauwaus rum, so spitze, deren schnucklige kleine Popöchen irgendwie schokoladenartig verklebt waren. »Na, kommt zu Mama, ihr Süßen«, rief Wolfgang immer. Schließlich ging's auf die Dachterrasse, wo Wolfgang sich über die Brüstung lehnte und ablästerte.
Da hinten da, in diesem hässlichen Clou-Apartment, da wohnt die alte Lagerfälsche. Und da drüben, seht ihr, wie grauenvoll, da haust die kleine zickige Boutiquenverkäuferin Rodolfa Mooshammer. Ich muss sagen, ich fand seine Art total amüsant und lustig. Und auch mein kleiner Thomas, hatte ich den Eindruck, blühte regelrecht auf in diesem Ambiente. Die bunte Redakteurin wollte so langsam zu Potte kommen und gesellte sich zu unserer Besichtigungsgruppe. Ja, also Herr Jub, was halten Sie denn davon, wenn wir jetzt hier vielleicht mit dem Interview beginnen würden? Wolfgang stellte seine erste Frage an uns. Und das Lustige war, diese Frage war so circa 20 Minuten lang. Thomas und ich antworteten mit einem knappen Ja. Dann kam eine neue Frage über 45 Minuten. Die bunte Dame saß nur sprachlos daneben und machte Bewegungen mit dem Mund wie ein Goldfisch beim Luftschnappen. In seine Frage haute Wolfgang alles rein, was er in den letzten 83 Jahren mal gelesen oder gedacht hatte. Immerhin, er hatte sich wirklich richtig vorbereitet. Nicht irgendwelche aus dem Ärmel geschüttelten Sponti-Fragen, sondern seitenweise handschriftliche Notizen auf einem Block, die feinsäuberlich mit Pfeilen, Kullern und Ausrufezeichen markiert waren. Man hörte artig zu und verstand kaum, worum es sich handelte. So ging es Referat um Referat. Irgendwie süß. Gedruckt las ich das dann so. Job, durch Schubladendenken und sexistische Bezeichnungen versucht man, Menschen zu kontrollieren. Das ist bald vorbei. Der Trend des nächsten Jahrtausends wird sein, dass sich diese ganzen Begriffe auflösen. Hinter einer stilistischen und auch kulturellen Evolution stecken sexuelle Motive, wie es einst mit der Pille war. Viagra wird es wohl nicht sein, denn in einer emotionslosen Gesellschaft werden die Männer nur feststellen, dass das Leben immer noch härter ist. Bohlen bei mir nicht. Job, im 18. Jahrhundert galt es als ordinär, nicht geschminkt zu sein. Ungeschminkt waren da die Nutten. Bohlen, keine Ahnung. Da habe ich nicht gelebt. Wie wär's, wenn wir vielleicht jetzt mal ein paar Fotos machen würden, schritt die bunte Redakteurin etwas entnervt ein. Kein Problem, nickte Wolfgang. In der Sekunde schrie Edwin aus dem Schlafzimmer, Mensch Wolfgang, komm rein, so kannst du doch keine Fotos machen. Geh mal und geh dich umziehen. Mensch, dieser Erwin, ne? Der ist aber auch sowas von drängelig, näselte Job auf dem Tuk-Tuk-Kanal. Dann trottelte er wie geheißen brav von dannen und kam kurz darauf in einer tadellos sitzenden Hemd-Hosen-Kombi zurück. Der Fotograf hatte die Idee, dass Thomas, Job und ich uns alle zusammen so lümmelig auf ein Zebrafell legen sollten. Das sah natürlich mega schwul aus, als ob wir nicht Fotos für ein Lifestyle-Blatt machten, sondern für ein Gay-Magazin. Und wieder überraschte mich Wolfgang. Er war der absolute Superprofi, wusste ganz genau, wie er posen, wie er gucken, wie er lächeln musste, damit es gut rüberkam. Man merkte einfach, dass er da die totale Ahnung hatte. Gutes Aussehen allein ist es nämlich nicht. Man muss sich richtig zum Licht drehen, die attraktive Seite des Körpers zur Kamera, das Gewicht vorteilhaft verlagern und das alles machte er wirklich prima. Und es war toll, ihm dabei zuzusehen. Für 8 abends verabredeten Thomas und ich uns mit ihm und Edwin auf bunte Kosten in einem piekfeinen Restaurant in der Nähe des Casinos. Keine Flasche Wein war uns zu teuer. Wir hatten ja einen Kostenträger. Nach der 8. 300-Euro-Flasche Rotwein fanden wir die bunte richtig super. Wolfgang erzählte, was er alles so machte und was er alles so trieb. Das war, muss ich ehrlich sagen, der amüsanteste Abend, den ich je mit irgendeinem Promi verbracht habe. Dieser Mann war sowas von witzig, originell und intelligent unterhaltsam, dass ich die ganze Zeit nur da saß und mich mit den Tränen in den Augen totlachte. Jeder Reporter, der uns belauscht hätte, hätte für die nächsten 48 Jahre was zu schreiben gehabt. So hockten wir bestimmt bis 5 Uhr morgens zusammen und alle halbe Stunde rannte Wolfgang aufs Klo und jedes Mal hatte er bessere Laune, wenn er wiederkam. Das Problem mit solchen Abenden ist ja immer, dass man dieses Gefühl hat, hey, wir sind die dicksten Freunde.
Doch wenn man sich am nächsten Morgen zufällig trifft, sagt man noch Hallo, dann geht man weiter, weil man feststellt, da ist nichts, an dem du anknüpfen oder auf das du aufbauen könntest. Das ist eine künstliche Insel in der Nacht gewesen. Jetzt ist hellichter Tag und eigentlich kennst du die Person da vor dir gar nicht. Ich erzähle diese Geschichte ja nicht, weil ich an dieser Stelle rumweinen will, sondern weil sie so typisch für diese Branche ist, in der ich lebe. Du denkst, dass du weißt, wie jemand ist, aber eigentlich ist alles nur Blub. Da ist kein Unterschied zu Karl Schulze. Wenn der besoffen am Ballermann seinen Saufkumpel zubrüllt, ey, wir sehen uns in Deutschland, trifft man sich auch nie wieder. Genau das, nämlich der Blub-Faktor, traf auch auf Wolfgang und mich und unser Intermezzo in Monaco zu. Die totale Ex- und Hop-Begegnung. Als wir nämlich frühmorgens auseinandergingen, schworen wir uns ewige Freundschaft. Du, Dieter, meinte Wölfchen, wir dürfen uns niemals aus den Augen verlieren. Wir treffen uns heute auf jeden Fall zum Lunch, okay? Das nahm ich Trotteltier mal wieder viel zu wörtlich. Als ich nämlich zur verabredeten Zeit anrief, war nur Edwin in der Leitung. Wolfgang habe hohes Fieber und liege todkrank im Bett, beschied er mir. Wölfchen und ich haben jetzt so eine Art, wir sehen uns zweimal im Jahr Freundschaft. Ab und an treffen wir uns zufällig auf irgendwelchen Partys, mal telefonieren wir auch, immer mit großem Hallöchen und tausend, ach Gott, Dieterchen. Neulich erst rief er mich aus New York an, völlig aufgeregt. Dieter, Dieter, ich habe einen neuen russischen Freund. Der ist unheimlich geil drauf, deine Stimme zu hören. Sprich mal mit dem. Und ich dachte so, wie jetzt? Habe ich etwa eine 190er-Telefonsexnummer? Klar tat ich ihm den Gefallen, das ist halt eine von seinen klassischen Sponti-Aktionen, wo man nicht so richtig weiß, was man davon halten soll. Aber liebenswert sind sie ja allemal. Dazu gehört auch schlussendlich folgendes Job-Gedichtchen, das irgendwann mal bei mir aus dem Faxgerät flatterte. Dem süßen Dieter Bohlen kann niemand mehr den Arsch versohlen. Er ist jetzt groß und kräftig. Der besorgt's euch allen deftig. Er ist mein Lieblingskomponist. Die anderen machen Kompo Mist. Sein Look ist modern und apart. He is my soul, he is my heart. Mach weiter so, blick nicht zurück. Die Nadel geht durch dünn und dick. Und nach der Birthday-Feier leckt sie dir die blonden Locken. Ja, ja, der Wolfgang. Ich find ihn gut.